Die Corona-Krise hat auch den Sportbund Rheinland fest im Griff. Seit 16. März ist das Haus des Sports für externe Besucher geschlossen. Wie der Sportbund Rheinland erreichbar ist, wie Fragen von Vereinen bearbeitet werden können und wie der Sportbund Rheinland auf die nächste Zeit vorbereitet ist, das klären wir heute in unseren drei Fragen an Martin Wajnitschke, den Geschäftsführer des Sportbundes Rheinland. Herr Wajnitschke, wir erreichen Sie heute, wie viele andere auch, im Homeoffice. Die wichtigste Frage vorneweg: Der Sportbund Rheinland hat 3.100 Vereine und 61 Fachverbände in seinen Mitgliedslisten. Wie stellt der Sportbund Rheinland aktuell sicher, dass die Dienstleistungen bei seinen Mitgliedern ankommen? Ja, wir haben das Haus des Sports geschlossen, um natürlich der weiteren Verbreitung des Coronavirus Einhalt zu gebieten und um die Mitarbeiter auch zu schützen. Aber wir sind alle, wie ich jetzt auch, telefonisch erreichbar oder per Mail erreichbar. Wir haben Post im Haus des Sports, die wird auch von Zeit zu Zeit verteilt, sodass die richtigen Mitarbeiter auch erreicht. Das ist kein Problem. Die Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice, fast alle, fast immer. Da gibt es mal hier und da eine Ausnahme. Und wir haben eigentlich keine nennenswerten Einschränkungen im Geschäftsbetrieb. Das funktioniert recht gut mit Notebooks. Einige Mitarbeiter haben die eigenen PCs zu Hause und sind mit unserem Netzwerk verbunden. Ja, wir haben auch Besprechungen, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen. Das ist natürlich eine andere Art der Kommunikation, aber eben auch eine, die gut funktioniert. Die Krise trifft die Sportvereine mit voller Wucht. Sportstätten sind zu. Sport darf man im Freien nur noch alleine treiben oder eben maximal zu zweit mit entsprechendem Abstand. Wie und wo kann der Sportbund Rheinland aktuell helfen? Ja, wir bauen die Hilfe gerade in der Form auf, was Corona-Krise betrifft, dass wir seit 13.03., das ist der Tag, an dem die Schulschließungen begonnen haben und an dem die Schließung von Sportstätten in großem Stil begonnen hat, dass wir Listen führen, Fragen sammeln, die den Vereinen unter den Nägeln brennen. Diese FAQs, wie man die zu Neudeutsch nennt, also die meistgestellten Fragen, die stellen wir zusammen, zum Beispiel: Was passiert, wenn ein Verein eine Mitgliederversammlung geplant hat und die nicht durchführen kann? Oder auch, wann und wie muss ich Trainer und Übungsleiter bezahlen? Was ist mit den Zuschüssen, auch den Zuschüssen des Sportbundes Rheinlands? Fließen die nicht? Wie ist das, wenn man die eingeplant hat? Das sind alles Fragen, die wir sammeln. Unter anderem übrigens auch mit den anderen Sportbünden und dem Landessportbund gemeinsam. Und diese Fragen werden auch den Fachverbänden zur Verfügung gestellt. Die haben da auch uneingeschränkt Zugriff, sodass kein Doppelarbeiten erfolgen, sondern dass eben diese Fragen einheitlich beantwortet werden können. Wenn da natürlich offene Fragen noch sind, dass ein Verein sagt, jetzt habe ich eine Frage, die da nicht steht, könnte aber auch andere betreffen, dann immer gerne reinbringen, bei uns reingeben, sodass wir diese Frage aufnehmen, natürlich vorher eine fachmännische Auskunft uns einholen oder selber haben und die dann jeweils ergänzen. Sehr gut, die FAQs werden ja immer wieder weiter ergänzt auf der Homepage. Wie lange die Krise dauert, weiß aktuell ja noch keiner. Was der Sportbund Rheinland sicherlich aber weiß, ist, wie er mit seinen Aus- und Fortbildungen in der nächsten Zeit umgehen möchte. Dahinter verbirgt sich ja auch die Frage, was jetzt Übungsleiter und Vereinsmanager tun können, um Lerneinheiten für ihre Lizenzverlängerung zu sammeln. Ja, natürlich sind die Präsenzveranstaltungen soweit abgesagt, zunächst mal bis Mitte Mai, aber das wird wahrscheinlich noch weitergehen. Wir wollen aber gucken, dass wir die Dinge, bei denen das möglich ist, sowohl im Vereinsmanagement als auch im Bereich Jugend, als auch im Bereich Sportpraxis, Breitensport, aufrechterhalten, indem wir in Webinarformen oder anderer digitaler Form, Blended Learning, Angebote machen, Angebote überarbeiten, sodass sie in dieser Form wahrgenommen werden können. Auch wenn es natürlich sicherlich so sein wird, dass von Seiten des DOSB, der ja Träger vieler Lizenzen ist, auch Regelungen kommen werden, wie das zu handhaben ist, wenn jemand einen Fortbildungseinheiten nicht absolvieren konnte. Gut, natürlich wird das auch auf die Zeit nach der Krise einen Einfluss haben. Je mehr wir jetzt in Richtung Digitalisierung arbeiten, desto mehr werden sich Menschen daran gewöhnen und werden diese Dinge, die wir ja vor der Krise schon begonnen haben, auch weiter nutzen wollen. Das ist durchaus auch ein Effekt, der neben dem vielen, was alles eben nicht wünschenswert ist, der wünschenswert ist, dass wir solche Angebote weitermachen und die auch weiter ausbauen. Ja, dann natürlich wird es noch eine Sache geben, dass wir in den nächsten Tagen versuchen wollen,
Sportangebote zu unterbreiten, Beispiele zu geben, wie man eben Sport treiben kann. Gerade unsere Sportjugend wird da was rausbringen für Kinder und Jugendliche. Da kann man ja im Netz auch schon einiges finden. Und natürlich andere Zielgruppen gibt es im Sportbund ja auch. Also es gibt nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene oder auch Senioren, bei denen bestimmte Bewegungsangebote sinnvoll sind. A, um sich die Zeit zu vertreiben. B, vielleicht um sich fit zu halten. Und ich glaube, Bewegung tut gerade in der Zeit jetzt auch einfach Not. Das waren unsere drei Fragen zum Thema der Corona-Auswirkungen im Sportbund Rheinland. Die Antworten dazu hat unser Geschäftsführer Martin Wernitschke gegeben. Vielen Dank, Herr Wernitschke, für die Zeit und wir hoffen für alle, dass wir weiter gesund bleiben und die Zeit möglichst schnell vorübergeht und wir wieder in den Normalzustand wechseln können.